Herzlich willkommen zur weiteren Runde Legend of Zelda Majora's Mask. Wir gehen mal wieder in den Tempel rein, der steht ja jetzt kopfüber. Wenn ich so das Zeichen da vorne sehe, müsste der Tempel eigentlich jetzt richtig rum sein. Haben wir irgendwie eine Möglichkeit, Energie zu regenerieren, außerhalb meiner Energieflaschen? Okay, nichts gesagt. Ja, ich habe hier oben doch ein Auge gesehen, ja. Drüben ist ein Schalter. Aber da kommen wir nicht dran. Ich tippe mal, wir müssen hier lang. Das müssten wir doch einfach so wegschießen können? Ja. Okay. Dort, wo vorhin Licht rausgekommen ist, kommt jetzt Luft oder Hitze. Wir haben da drüben eine Kiste. Können wir da einfach hochspringen? Nee, das können wir nicht. Aber wir müssten doch über die Ecke. Nein! Okay, so geht's auch. Wieder eine Fee. Guck mal an, den Schalter. Da geht's Feuer aus. Okay. Ah, okay. Gut, das haben wir jetzt auch mal gesichert. Geh darüber, geh darüber, geh darüber. Boah. Müsste wieder eine Fee sein, oder? Ja. Ja.
Oh, wir gucken mal kurz. Wir müssen entweder da oben hin, da ist ein Schlüssel. Oder wir gehen dort unten hin. Und könnten die Tür hier nehmen. Deswegen gehen wir erstmal hier runter. Langsam runter sliden. Obwohl, komm, nehmen wir den schnellen Weg. So, das müsste eigentlich passen. Ja. Ich tippe mal sehr stark darauf, dass das nur eine Fee ist. Gehen wir mal hier lang. Brauchen wir nochmal den Enterhaken. Hier müsste ein Schlüssel sein. Ja. Oh, jetzt müssen wir nur hier richtig ankommen, ohne die Bomben zu triggern. Oh. Okay, hier können wir den Raum wieder umdrehen. Wollen wir das machen? Na komm, wir machen es mal. Hab so ein bisschen das Gefühl, dass wir es machen müssten. Okay, es hat jetzt nur den einen Raum gedreht. Okay, das würde die Sache erklären. Wir sollen das umdrehen, rüberlaufen und wieder anschießen. Oh, dann nehmen wir uns doch mal einen Schluck. Prost. Na, geht doch. So. Ja, wir müssen das Ding hier verschieben. Dafür müssen wir den Raum drehen.
Jetzt können wir nämlich den Block hier verschieben. Das müsste jetzt passen. Oder auch nicht. Das müsste eigentlich genau passen. Drehen wir den Raum doch nochmal um. Ja. Kann ich das eigentlich da runterziehen? Ah, hat doch geklappt. Komme ich da eigentlich hoch? Nee. Und jetzt nochmal. Ach, der Kasper. Da nehmen wir aber keine Lichtpfeile. Nee, den sehe ich nicht. Oh. Da oben. Vorne. Hier oben haben wir jetzt die Truhe. Hm.
Aber hier runterspringen ist keine gute Idee, oder? Ne. Müssten wir beim Enterhaken eigentlich hochkommen können. Ja. Ernsthaft den ganzen Kampf nur wegen einer Fee? Wo müssen wir hin? Da drüben? Hier oben? Gehen wir einfach mal geradeaus. Guck mal, da ist auch eine Tür. Was ist das eigentlich? Eine Schattenarmos, ein Tempel, eine Tempelwache. Siehst du das rote Zeichen auf seiner Brust? Du hast doch schon einmal. Du hast das doch schon einmal gesehen. Ah, okay. Licht. Komm einfach so rüberspringen. Hey, stopp! Gehen wir mal zurück. Geht doch. Uiuiui, fliegen die Tassen auf einen zu, ey. Okay, jetzt wären wir hier. Wenn man schon so vorbereitet und kriegt, dann wird da bestimmt wieder ein Boss drin sein. Ja gut.
gucken wir mal in der nächsten Folge, was sich hinter dieser Tür befindet. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.